Unsere Themen am Dienstag. Mit nur einer Unterschrift ins Verderben. Das blinde Leben eines Mopses. Und Leistung rauf, Beitrag runter. Das und mehr gleich hier bei LTV aktuell. Zum großen Drachenfest mit verkaufsoffenem Sonntag am 7. Oktober. Ab 4. Oktober sind die Tage der deutschen Möbelmarken. Mit 30% Markenrabatt auf Möbelneubestellungen und bei Küchenneuplanung bis zu 50% Sonderrabatt. Und sogar die 0% Finanzierung. Möbelzentrum Großreschen. Das größte Möbelzentrum in der Lausitz. Direkt an der B96. Tolles Programm für die ganze Familie. Spaß für die Kleinen beim Kinderschminken und Hüpfburg sowie Bockwurst, Kaffee und Kuchen für nur 1 €. Hallo und herzlich willkommen zu LTV aktuell am Dienstag. Diese Nachricht trifft die Region hart. Im Cottbuser Ausbesserungswerk der Deutschen Bahn sollen Jobs wegfallen. Wie der RBB berichtete, könnten im nächsten Jahr 150 Stellen gestrichen werden. Grund: Es werden weniger Dieselloks repariert. Die Mitarbeiter sollen aber nicht gekündigt, stattdessen umgeschult und umgesetzt werden. 0% Finanzierung. Nur heute keine Mehrwertsteuer. Wenn wir Verbraucher diese Aufschrift lesen, dann setzt es bei einigen aus. Der innerliche Jagdtrieb nach dem Produkt ist geweckt. Bei solch einem Angebot kann man ja auch nur zuschlagen. Bevor Sie das tun, sollten Sie doch noch einmal darüber nachdenken. Mit nur einer Unterschrift ins Verderben. Viele Verbraucher lassen sich von Angeboten locken und schließen voreilig einen Vertrag ab. Kein Problem, notfalls kann dieser innerhalb von 2 Wochen zurückgezogen werden. So denken viele Käufer. Doch das ist ein weit verbreiteter Irrglaube. Ein Widerrufsrecht besteht nur in Ausnahmesituationen, nämlich dann, wenn man einen Vertrag schließt außerhalb eines Geschäftsraums, also auf der Straße oder bei sich zu Hause, oder aber wenn man einen Geschäftsschluss macht im Fernabsatz, das heißt übers Internet oder übers Telefon oder im Versandhandel. Dann jeweils hat man ein Widerrufsrecht von 14 Tagen. Wer also einen Vertrag direkt in einem Geschäft oder Mobilfunkladen abschließt, der hat keinen Anspruch darauf, ihn auch wieder zurückzuziehen. Auf Messen ist das aber etwas anders, auch wenn es dort keine einheitlichen Regeln gibt. Der Gesetzgeber hat sich dazu definitiv nicht geäußert. Gerichte gehen aber davon aus, dass in bestimmten Situationen die Messe dem Geschäftsraum zugeschlagen wird, nämlich dann, wenn der Kaufmann diese Messe kontinuierlich besucht. Dann soll es sein Geschäftsraum sein und damit hätte man dort kein Widerrufsrecht. Vor jedem Abschluss sollte der Vertrag ganz genau, wenn möglich auch von einem Außenstehenden durchgelesen werden. Das Kleingedruckte ist unbedingt zu beachten. Hier verbirgt sich meistens die Abzocke. Lassen Sie sich also Zeit, denn ist einmal die Unterschrift gesetzt, wird es schwer, den Vertrag auch wieder rückgängig zu machen. Jörg Steinbach bezieht klar Stellung. Der Wirtschaftsminister von Brandenburg hat sich auf der gestrigen Lausitz-Konferenz zum Strukturwandel geäußert. Für ihn gelinge die Energiewende nur zusammen mit der LEAG. Der Konzern könne neue Geschäftsfelder entwickeln und muss deshalb zumindest zur Hälfte in der Lausitz bleiben. Auch Bundesumweltministerin Svenja Schulze ist gegen einen kalten Ausstieg. Es müsse erst Perspektiven für die Region geben. Die SPD-Politikerin setzt sich aber auch für den Kohleausstieg ein. Das Cottbuser Kindermusical ist ein Erfolgsgigant, egal welches Stück. Die Karten sind schnell ausverkauft. Für die Aufführungen gibt es auch immer wieder Preise. Ein weiterer könnte schon morgen dazukommen. Die Darsteller sind aktuell auf großer Reise. Die Kurznachrichten. Musical auf Tour. Das Cottbuser Kindermusical nimmt am Europäischen Jugend-Musical-Festival teil. Gastgeber ist zum 8. Mal Herxheim. Das Cottbusser Ensemble präsentiert sich mit dem Musical Paradoxa und die zerbrochene Zeit. Während des Festivals werden Workshops mit etablierten Musical-Profis angeboten. Das Festival läuft noch bis morgen. Aktien kaufen und verkaufen. Die 36. Spielrunde des Planspiels Börse läuft derzeit.
10 Wochen lang können die Teilnehmer realitätsnahe Erfahrungen in der Börsen- und Wirtschaftswelt sammeln. Die Sparkasse Spree-Neiße nimmt auch in diesem Jahr wieder teil. Mehr als 300 Jugendliche von allgemein- und berufsbildenden Schulen haben sich angemeldet. Interessierte können noch bis zum 7. November über ihre Schule oder eine Geschäftsstelle der Sparkasse mit einsteigen. Hoch in die Lüfte! Das Drachenfest des Cottbuser Ostsee-Sportvereins geht morgen in die zweite Runde. Auf einer großen Wiese können Interessierte ihre Drachen steigen lassen oder Drachenkünstlern bei einer Flugshow zusehen. Wer keinen eigenen Drachen hat, kann sich einen direkt auf dem Fest besorgen oder selber basteln. Los geht es um 10 Uhr am Mausterkiessee bei Cottbus. Der Eintritt ist frei. Wenn Sie den Feiertag morgen bei einem ruhigen Spaziergang durch die Cottbuser Innenstadt genießen wollen, daraus wird nichts. Es kommt mal wieder zu Demonstrationen. Auf dem Stadtteilen Vorplatz hält der Verein Zukunft Heimat ab 14 Uhr eine Kundgebung ab. Es geht um den multikulturellen Globalismus. Das Bündnis Cottbus Nazifrei demonstriert dagegen. Die Mitglieder protestieren ab 13.30 Uhr an der Stadtmauer für ein offenes und solidarisches Cottbus. Tyson hat es nicht leicht. Der Mops ist schwer krank und als wenn das nicht schon reicht, auch noch blind. Egal wo es auch hingeht, Tyson ist auf Hilfe angewiesen. Auf ihrer täglichen Gassi-Runde sind Christa Kadler und Tyson ein eingespieltes Team. Der kleine Mops verliert manchmal ein bisschen die Orientierung. Umso wichtiger, dass Christa Kadler ihn führt. Denn Tyson ist blind. Er lebt seit etwa 3 Monaten im Tierheim Cottbus. Christa Kadler kümmert sich hier ehrenamtlich um ihn. Franziska Twarz ist die Tierpflegerin. Hier im Tierheim ist Tyson mittlerweile der kleine Liebling. Er ist 13 Jahre alt, wurde beschlagnahmt. Der ist blind. Der ist auch nicht mehr so rein für zu Hause. Also der muss raus, weil er drinnen nicht mehr so reinlich ist. Ja, ansonsten ist er eine kleine Schmusemaus, geht gerne spazieren. Ja, und ist ein ganz lieber. Für sein Alter ist er echt Mops für dir wieder. Für einen Mops ist Tyson zwar noch etwas dünn, aber von Christa Kadler gibt's ja jetzt zwischendurch immer mal wieder ein Leckerli. Er hat einen gesunden Tumor am Maul. Wenn es Futter gibt, ist das aber schnell vergessen. Jeden Morgen und Abend braucht Tyson außerdem seine Herztabletten. Bei dem Appetit ist das aber kein Problem. Sein neues Herrchen sollte nur genug Zeit für Tyson haben. Genug Zeit brauchen auch die Herrchen von Adolf und Yakusha. Bis jetzt kümmert sich Franziska zusammen mit Kollege Enrico um die beiden. Die Hunde sind jetzt seit ein paar Wochen hier. Adolf ist 9 Jahre und Yakusha ist 10. Die beiden sind eine Mischung aus deutschem Schäferhund und tschechisch-slowakischem Wolfshund. Yakusha ist ein bisschen zurückhaltender, aber wenn sie dann mal Vertrauen gefasst hat, dann ist er total liebebedürftig und kuschelt gerne. Katzen ist nicht so ihr Ding. Wäre schön, wenn sie auch beide vermittelt werden, aber einzeln geht auch. Adolf ist eher offener, verschmuster, der kommt gleich. Ja, beide haben auch Verdacht auf Arthrose. Und bei Adolf halt HD-Verdacht noch hinten. Daher sind sie ein bisschen schlecht unterwegs. Aber wenn sie dann erstmal im Gange kommen, dann geht's auch rund. Ein großer Hof wäre daher für die beiden perfekt. Sie sind zwar aus 2 unterschiedlichen Würfen, trotzdem gibt es sie schon immer im Doppelpack. Deswegen wäre es den Tierpflegern am liebsten, wenn sie auch zusammen abgegeben werden. Ja, haben sie es zwar gut, aber ich wünsche den Wehen für das Alter noch ein schönes Zuhause. Dass er echt, ja, den 3 mit dem Mops natürlich, dass sie auch wirklich gut untergekommen sind. Dass sie nochmal leben können, nochmal ein Zuhause kriegen, nochmal eine Familie. Ja, da hat man dann doch mehr Zeit. Und die Zeit müssen sich die neuen Herrchen mit allen 3 nehmen. Für den einen Blinden mit Herzfehler und für die anderen beiden mit Arthrose. Es ist nur ein Anruf, der drastische Folgen haben kann. Und obwohl die Masche weit verbreitet ist, fallen noch immer viele darauf rein. Wenn Sie wissen wollen, um was es geht, dann schalten Sie auch morgen wieder ein. Christine Erdner ist trotz des Feiertags zur Stelle. Jetzt geht's aber erst einmal mit dem KBS-Fenster und André Schubert weiter.
Schönen Abend wünsche ich noch. Die Knappschaft gefällt mir, weil sie nicht nur in Krankheit da ist, sondern auch speziell für sportlich Aktive, so zum Beispiel für mich. Sie unterstützt mit einem speziellen Bonus von 70 Euro, entweder für ein Fitnessstudio oder für einen Sportverein. Und das finde ich klasse, denn das animiert den einen oder anderen, sich doch mehr zu bewegen und etwas für seine Gesundheit zu machen. Das ist die Knappschaft. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum KBS-Fenster, reingeschaut bei der Knappschaft Bahnsee. Heute gratulieren wir einem Geburtstagskind, das noch gar nicht so alt ist und das seit seiner Gründung dafür Sorge trägt, dass für Arbeitgeber, insbesondere im Privathaushalt, der Aufwand geringer wird. Die Minijobzentrale feiert Geburtstag, ihren 15. Sie ist für alle geringfügigen Beschäftigungen, den sogenannten Minijobs, die zentrale Einzugs- und Meldestelle. Und sie gehört zum Verbund der Knappschaft Bahnsee. In Deutschland gibt es derzeit rund 2 Millionen Arbeitgeber und 6,9 Millionen Minijobber. Sie werden alle von Cottbus, Gelsenkirchen und Essen aus betreut. Cottbus ist neben dem Ruhrgebiet der größte Standort der Minijobzentrale. Gegründet im Jahr 2003 kamen mit ihr viele neue Arbeitsplätze in die Stadt. Auf damals 550 Stellen bewarben sich fast 25.000 Interessenten. Raimund Pracht, damals Verwaltungsdirektor für die Minijobzentrale in Cottbus, erinnert sich an die Anfänge. Und da waren die Leute, das konnte ich sehen, in freudiger Erwartung, dass sie jetzt endlich den Zuschlag bekommen hatten. Und da habe ich in glückstrahlende Gesichter geguckt. Ähnlich wie ich das damals 1990 miterlebt habe, als in Berlin die Mauer gefallen war. Für die große neue Belegschaft wurden Büroräume gesucht. Das Service Center zog in die Parzellenstraße, wo zufällig ein Mieter schon perfekt eingerichtete Großraumbüros mit Telefonplätzen abgab. Am Nordrand und in der Spreegalerie Berliner Straße, Ecke Karl-Marx-Straße, wurden nach und nach viele Büros geschaffen. Auf der Berliner Straße war das Problem, da wurde auch Raum freigemacht, aber da musste man Umbauten tätigen, weil da vorher ein Hotel drin war und mit Lausitzer Besuchern. Und anfänglich erlebten wir das auch manchmal, das war teilweise lustig, wenn dann gewohnte Hotelgäste dann mit ihrem Köfferchen da bei uns dann ankamen und wollten ihren Platz einnehmen. Das stadtbekannte Gebäude am Knappschaftsplatz ist ein Neubau. 2009 zogen die Mitarbeiter in die modernen Räume ein. Heute arbeiten hier und in der Parzellenstraße etwa 800 Mitarbeiter der Minijobzentrale. Mehr als 1,3 Millionen Anrufe gehen jährlich im Servicecenter ein. Dabei geht es um aktuelle Fragen zum Mindestlohn ab 2019 oder neue Obergrenzen bei geringfügiger Beschäftigung. Themen, die die Minijobzentrale auch in den kommenden Jahren beschäftigen werden. Für die Minijobzentrale wünsche ich mir, dass die Aufgabe, die die Minijobzentrale übernommen hat, dass es die natürlich weiterhin gibt, dass sich die Politiker darüber sachlich unterhalten, über dieses flexible Arbeitsmarktinstrument. Und ich wünsche mir natürlich auch, dass wir weiter einen Beitrag zum Strukturwandel leisten können, weil der war 2003 nicht zu Ende, sondern die Problematik haben wir hier jetzt gerade akut immer noch. Diesen Wunsch nahm der Bundesarbeitsminister Hubertus Heil auf, der als Gratulant nach Cottbus angereist war. Die Minijobzentrale ist ein Erfolgsmodell, so der Minister. Denn Minijobs bekämpfen Schwarzarbeit und schaffen faire Arbeitsbedingungen, auch in geringfügiger Beschäftigung. Und er dankte der Belegschaft, die größtenteils seit 15 Jahren dabei ist und dies gebührend miteinander feierte. Gute Nachrichten, liebe Zuschauer, für alle knappschaftlich Krankenversicherten. Während hier und da die ein oder andere Krankenkasse fusioniert und manche ihre Zusatzbeiträge anheben, heißt es bei der Knappschaft Leistungen rauf und Beitrag runter. Es wird Knappschaftsversicherte und die, die es werden wollen, freuen. Ab dem 1. Oktober senkt die Knappschaft ihren Zusatzbeitrag. Wie kommt es dazu, während andere Kassen den Beitrag eher erhöhen? Die Knappschaft hat in den letzten Jahren stets und erfolgreich gewirtschaftet und wir freuen uns jetzt, dass wir dank unserer soliden Haushaltspolitik den Zusatzbeitrag um 0,2 Prozentpunkte absenken können und damit unsere Versicherten entsprechend auch finanziell entlasten können.
Wer monatlich zum Beispiel 2.500 Euro brutto verdient und Single ist, spart nun im Jahr etwa 60 Euro. Wer zur Knappschaft wechseln möchte, kann seiner Krankenkasse zum nächstmöglichen Zeitpunkt kündigen. Informationen zum passenden Tarif oder dazu, wie man die Anträge ausfüllt, bekommt man bei der Knappschaft. Aber nicht nur mit dem Preis, sondern auch mit vielen attraktiven Leistungen überzeugt die Knappschaft. So können sich beispielsweise gesundheitsbewusste Versicherte über eine Bezuschussung im Rahmen unseres Bonusprogramms in Höhe von bis zu 250 Euro jährlich freuen. Weltenbummler hingegen profitieren von einer Übernahme der Reiseschutzimpfungen und junge Familien genießen ab sofort die Flexibilität unseres neuen und individuellen Schwangerschaftspakets mit vielen neuen zusätzlichen Leistungen. Persönliche Beratung gibt es an den Geschäftsstellen in Cottbus, Spremberg oder Senftenberg. Per Telefon ist die Knappschaft 7 Tage in der Woche und 24 Stunden täglich zu sprechen. Und im Internet kann man vieles bequem und ohne Umwege erledigen. Viele Wege führen zur Knappschaft, also einfach in die August-Bebel-Straße 85 in Cottbus kommen und die Knappschaft kennenlernen. Und nun kommen unsere News, für Sie im Blog zusammengestellt. Wussten Sie schon, dass die Knappschaft Programme in Schulen unterstützt? Firewall Life ist ein kostenfreier Workshop für Schulklassen. Dort lernen Kinder, wie man sich sicher und kompetent in sozialen Netzwerken bewegt. Wie geht man respektvoll miteinander im Netz um und wie schützt man sich vor Cybermobbing? Auf Elternabenden tauschen sich anschließend Schüler, Lehrer und Eltern zu diesen Fragen aus. Jede Schule mit den Klassenstufen 6 bis 8 kann sich bewerben. Wussten Sie schon, dass die Knappschaft Bahnsee wieder Azubis sucht? Beim Schnuppertag schauten sich viele junge Leute um und erfuhren, wie der berufliche Alltag eines Sozialversicherungsfachangestellten aussieht. Bewerben kann man sich noch bis zum 15. Januar 2019. Wussten Sie schon, dass Sporttreiben an der frischen Luft sehr abwechslungsreich sein kann? An der Cottbuser Spreemeile ist für jeden etwas dabei. Die Knappschaft unterstützte die Cottbuser Spreemeile mit einem Rudergerät. Hier können Arm-, Bauch- und Brustmuskulatur optimal trainiert werden. Liebe Zuschauer, das war unser heutiges KBS-Fenster mit viel Wissenswertem und dem ein oder anderen Tipp zum Geldsparen. Schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder rein und bleiben Sie gesund. Ihr André Schubert. Sie erwarten Besuch, der Platz zu Hause reicht aber nicht aus. Es muss nicht immer ein Hotel sein. Probieren Sie doch eine Gästewohnung bei der EG Wohnen. Ab 23 Euro pro Person bekommen Sie Küche, Schlaf- und Wohnzimmer, alles komplett eingerichtet. Probieren Sie es aus, unsere Mitarbeiter am Brandenburger Platz warten auf Sie. Der neue Renault Koleos. Es gibt immer einen anderen Weg. Sängerin mit Staatsexamen, TV-Moderatorin und Schauspielerin. Cornelia Schöne bietet Ihnen Unterricht in Gesang und Stimmbildung sowie Sprecherziehung für alle, die im Beruf moderieren oder größere stimmliche Belastungen professionell meistern wollen. Natürlich auch Schauspielunterricht mit seinen ganzen Facetten. Anmeldungen unter 0175 844 2185 oder cornelia.schöne@gmx.de. Selbstverteidigungskurs.
Die Nacht wird bewölkt, der Regen lässt nach. Das Thermometer geht auf 10 Grad runter. Zum Tag der Deutschen Einheit ist von allem etwas dabei. Der Tag startet sonnig, am Mittag zieht es sich zu und es kann anfangen zu regnen. Gegen Nachmittag lassen die Schauer nach, die Höchstwerte liegen bei 15 Grad. Am Donnerstag wechseln sich Sonne und Wolken ab. Die Temperaturen pendeln sich bei 15 Grad ein. Samstag, den 6. und am 7. Oktober, dem verkaufsoffenen Sonntag, bieten regionale Händler Biogemüse, Honig, frisch getrocknete Kräuter, selbstgemachte Fruchtaufstriche, Bio-Cornflakes und Köstliches vom Wild. Lustige Kirmesspiele gibt's mit einer aufgeblasenen Riesenkuh, aus der man selbst melken kann und Milchkannen werfen. Sonntag ab 13 Uhr Country-Stimmung mit Lady Regina und Onkel Lou. Willkommen zum bunten Herbstwochenende in der Spreegalerie.